Moin, liebe Gameplay-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Wir haben es inzwischen wieder zum Händler zurückgeschafft, denn wir müssen für unseren Basebau ein bisschen was ranschaffen. Wir brauchen nämlich unter anderem eine Werkbank. Wir haben jetzt vor kurzem unseren Savepoint bzw. unseren Claim erfolgreich abgesetzt. Jetzt gilt es natürlich, hier auch noch andere Sachen erfolgreich zu produzieren. Und da bin ich bei Niki, unserem Baumaterialienhändler, hingegangen und habe mir hier BBP-Items geholt. Da war unter anderem das Crafting-Book, wir haben das Tape-Measure und ich habe mir jetzt einfach nochmal das Workbench-Kit zur Sicherheit geholt. Habe aber auch gesehen, dass man da wohl noch irgendwie mit Holzplanken arbeiten muss. Deswegen, das probieren wir dann einfach mal aus. Ich hoffe jetzt, dass wir alles zusammen haben, was wir brauchen. Die Flaggen lassen wir außen vor. Gartenarbeit, hier gibt es ein paar lustige Sachen, die wir machen könnten. Militärgardening, oh Gott. Ja gut, hier gibt es noch ein Greenhouse und eine Planterbox. Hört sich ganz cool an. Bei den Schlössern, muss ich leider sagen, haben wir nicht das nötige Kleingeld. Mittlerweile sehen wir, wie viel Geld wir hier oben haben. Ich habe das nochmal umgestellt, jetzt geht es alles. Also, wie gesagt, leider hat es 14 Folgen gebraucht, bis ich es gerafft und umgesetzt habe. Aber es ist immerhin jetzt soweit. Und dann gucken wir gerade mal das Tarnnetz. Das ist cool, das kriegen wir für 250 los. Falls wir es also mal finden, können wir es hier auch verticken. Werkzeuge. Metalldetektor, das ist natürlich auch geil. Ein Beil, Dietrich. Dietrich ist auch nice. Hier können wir mal reingucken allgemein. Guck mal hier, die Handsäge ist relativ günstig tatsächlich. Ja, so ein paar Sachen, da wäre es, glaube ich, ganz ratsam, wenn wir die hätten. Irgendwas wollte ich auch noch holen, aber ich habe leider vergessen, was es war. Ich glaube, das Beil würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Ich kaufe mir das mal eben, weil das werden wir brauchen fürs Holzfällen. Die Handsäge habe ich, glaube ich, sogar schon dabei. Warte mal, also Workbench-Kit, ja. Das Teil hier ist ein temporärer Behälter, da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen Platz räumen hier. So, das Ding ist nämlich so groß, dass es da reinpasst. Sehr gut, so. Bei der Workbench, bei dem Workbench-Kit, da habe ich so ein bisschen meine Sorgen und Nöte. Also, ich weiß zum Beispiel noch nicht so genau, wie ich das mache. Wir bringen, glaube ich, erstmal das Geld jetzt ganzheitlich weg. Da drüben haben wir so einen ATM-Automaten. Da kann ich jetzt nochmal alles reinpacken, was irgendwie Geld, Kleingeld, sonst was beinhaltet. Hier um die Ecke ist das. Und dann bin ich damit nämlich schon mal fein raus. Das heißt, momentan haben wir im Inventar noch 224. Ich zahle das jetzt auch alles ein hier. 224. Und dann habe ich nämlich jetzt erstmal die Füße frei. Wie viel kann man hier maximal? Warte mal. 1000. 100 Millionen. Okay, das ist ein bisschen was. Da sehe ich also erstmal noch kein Problem hinzukommen. Einzahlung fehlgeschlagen. Jetzt habe ich es funktioniert. Okay. Also wahrscheinlich war der erste Versuch fehlgeschlagen, weil ich da keinen Wert angegeben hatte. Ich wollte. Was wollte ich denn holen? Lass mich mal kurz überlegen. Nägel hatten wir. Was wollte ich noch holen? Ich habe es leider echt nicht mehr auf dem Schirm. Wie groß ist das Ding? Das haben wir 2x4. Das könnte eventuell... Warte mal. Hier ist Platz. Da kann ich hier die Flask reinmachen. Ach, jetzt ist das hier hingewandert. Deswegen konnte ich den Sack nicht zurücklegen. Jetzt passt es. Okay. So, 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 so. Die Axt ist wichtig. Ich denke, jetzt haben wir aber alles. Auch wenn ich das Gefühl habe, mir irgendwas fehlte mir noch. Aber jetzt denke ich, habe ich alles. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Wir müssen wieder zurück zu unserem Ort. Ob ich den jetzt aus dem Stegreif finde, muss ich mal gucken. Aber ich denke, die grobe Richtung habe ich noch auf dem Schirm. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück und versuchen dann eine Werkbank zu basteln, an der wir dann weitere Vorgänge durchführen können. Ich habe gesehen, unter der Taste B gibt es hier Crafting-Anleitungen, wie man zum Beispiel eine Holzkiste baut. Finde ich sehr wichtig, weil die werden wir brauchen. Ich will ja gerne meine Sachen mal langsam zurücklegen. Wir haben nämlich da 8 Bretter und 16 Nägel und das Ganze möchte ich möglichst gerne platzieren. So, warte mal, die Richtung. Jetzt ist wichtig, dass ich mich nicht verlaufe. So, wir haben da hinten, glaube ich, eine Ortschaft.
Da ist dieser kleine Bunker, von dem ich vorhin, bei dem ich vorhin mal vorbei bin in der letzten Folge. Das möchte ich gerne wagen, da lang zu laufen. Ich hoffe, dass mich hier gerade keiner beobachtet, sonst wäre es echt blöd. Aber es könnte alles soweit passen. Schnell, 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 schnell. Die werden jetzt hoffentlich alle irgendwo anders unterwegs sein und dick looten gehen. Das dürfen sie alle machen. Hauptsache, ich kann hier mit meinen Sachen schnell mal weg. Wichtig auch, haltet euch am besten wirklich im Bereich irgendwelcher Bäume, Büsche auf, dass ihr nicht so open seid, weil das ist nämlich so das Ding, wo ich mir echt Sorgen machen muss. Hier verlassen wir nämlich die Safe Zone an der Stelle und das ist ziemlich blöd, wenn da jetzt irgendwo einer vor uns oder seitlich neben uns steht und versucht uns abzufangen. Du hast die Safe Zone verlassen, ja. Ab jetzt bin ich freiwillig. Ab jetzt sind wir alle hier freiwillig, die wir hier sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gar nicht das, wo ich vorher drinne war. Das ist hier ein ganz anderer Ort. Augenblick mal. Aha, eine Jodtinktur, das ist sehr gut. Auf die habe ich... Lol, wieso kann ich die Jodtinktur nicht direkt in der Umgebung sehen? Das verstehe ich nicht. Aber ich habe sie. Sehr schön. So. Wenn das ein Bait war, war er erfolgreich mit mir als Opfer. So. Preisfrage. Wo jetzt genau lang? Ich muss jetzt erstmal meine Butze wiederfinden. Wir können das ganz einfach machen. Wartet mal. Mach mal die Karte eben auf. Wir sind ja jetzt relativ straight vom Green Mountain Trader runtergelaufen. Sind wir eventuell hier gelandet? Das könnte sein. Das heißt, in die Richtung müsste eigentlich schon die Ortschaft sein, ne? Hier ist, glaube ich, auch eine Straße. Wartet mal. Da ist Green Mountain. Ne, da müssen wir hier hinter irgendwo sein. Oh, mein Essenshaushalt ist relativ weit unten. Wir müssen mal zusehen. Oh. Ein Reizker. Kann ich den nicht aufnehmen? Verdorben. Ne, den möchte ich nicht haben. Wenn die verdorben sind, sind die, glaube ich, nicht so gut. Hier ist ein Ort. Ist das unser Ort? Ich muss mal gerade gucken. Ist, nee, warte mal, das ist was anderes. Da ist eine Stallung oder sowas. Nicht, dass ich mich hier komplett gerade verlaufe, aber ich dachte eigentlich, die Richtung passt. Habe ich denn noch was zu essen? Mal gerade in den Trockensack reinschauen. Ich habe noch eine Pastete, jawohl, gut. Die nehme ich mir mal schnell. Makellos. Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht, dass ich gedrückt gehalten habe, weil ich dachte, dadurch mache ich es auf. Aber ich muss es nur einmal kurz drücken und dann kann ich das Ding naschen. Übrigens habe ich mir vorhin im Lager, also in diesem, bei diesem Trader, noch ein HV-Kit gekauft und eine Kochsalzlösung und mir die verabreicht. Denn das stellt meinen Bluthaushalt wieder her. Das unterstützt die ganze Nummer. Ich glaube, ich habe es wirklich geschafft, mich zu verlaufen, Herrschaften. Wir müssen das mal anders, an die Sache rangehen. So, wir haben Green Mountain Trader gerade vor uns. Wenn wir uns nach rechts drehen, nach links, haben wir Altar. So, geradeaus vor uns ist da. Und nach links, das heißt, wir müssten hier irgendwo sein. Das heißt, wir wären, wenn ich das richtig sehe, gerade auf dem Weg zu der alten Scheune, bei der wir schon mal waren. So denke ich jedenfalls. Das heißt, ich weiß nicht, welchem Weg wir gefolgt sind, aber es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass wir uns hier irgendwo aufhalten. Das heißt, wenn wir in Richtung Altar wieder laufen, müssten wir eigentlich wieder auf Kurs kommen. Altar und dann ein Stückchen weiter hier rüber. Ich denke, das ist der richtige Weg. Hier war ja auch die Straße, ne? Das heißt, die Straße, es kann sein, dass wir hier in dem Waldstück gerade sind. Dann müssen wir tatsächlich wieder hier der Straße folgen, denke ich. Das
heißt, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Aber das kriegen wir hin. Ich finde es grundsätzlich immer ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn du nie genau weißt, ob nicht bald irgendwo vor dir oder neben dir oder hinter dir ein Gegner auftaucht, der dir ins Leder möchte. Es ist doch immer ein sehr befremdliches Gefühl. Gerade weil es hier so offen und gefährlich ist. Ich bin das noch nicht so richtig gewohnt, fürchte ich. Ist richtig, sie haben jetzt eine Straßenkreuzung. Das müsste dann diese hier sein, tippe ich mal. Also wir müssen da rüber laufen, glaube ich. Das ist der eine Ort, dann ist da hinten der andere und dazwischen müssen wir rein. Also ungefähr die Richtung müssen wir anlaufen. Das ist der erste vorgelagerte Ort nahe des Traders. Und dahinter am Mittelabschnitt sozusagen auf halber Strecke zwischen dem Ort und dem da hinten, irgendwo zwischen den Bäumen, da ist unsere Heimat. Zumindest unsere neue Heimat. Das da runter... Wenn ich das da hinten richtig sehe, habe ich da einen Rücken von einem Tier gesehen. Reh oder sowas in die Richtung. Das kriege ich sowieso nicht, deswegen lassen wir es gleich. Ich schleiche mich hier noch ein bisschen durch. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir danach Essen machen. Uns irgendwie behelfen, dass wir wieder auf Kurs kommen. Wisst ihr, da war ich vorhin beim Trader und habe nicht mal was zu essen gekauft. Geil, oder? Richtig gute Idee. Aber wenn alles gut geht, dann habe ich tatsächlich eine Idee. Wir haben ja noch einen Pilz im Inventar. Und wenn der bis dahin durchhält, könnten wir den anbraten und konsumieren. Weil wir haben ja einen Ofen bei uns in der Butze. Und wir haben Rinde bei uns. Und jetzt haben wir eine Axt, um damit entsprechend Holz zu farmen. Deswegen, ich glaube, das kann funktionieren. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir hier an dem Ort, dem wir folgen müssen, um an der richtigen Stelle rauszukommen. Das sollte uns jetzt zu unserer Butze führen. Gar nicht so einfach. Aber irgendwann, denke ich, habe ich es raus. Irgendwann weiß ich, wo der Hase langläuft. Oder in dem Fall der Kuhn. Ach, schon krass, wie wir von 5000 runter auf 200 sind, ne? Da höre ich Rehe. Gesehen. Leider ist mich auch. Es wäre tatsächlich eine Gelegenheit gewesen, mal unsere neue Flinte auszuprobieren, tatsächlich. Da hinten sehe ich unsere Behausung, glaube ich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, da ist ein Schwein. Da sind Schweine, Leute. Hey, mein Freund. Komm her. Oh, verdammt. Dachte, ich erwische ihn noch. Da haben wir hier einfach Schweine rumliegen. Sowas. Ein Huhn. Das kann wenigstens nicht so schnell weg. Komm her. Komm her. Ja, ich hab's. Okay. Die Henne häuten wir. Dann nehmen wir uns jetzt das Fleisch direkt mit. Das ist super. Das können wir gerade sehr gut gebrauchen. Ich hoffe, es hat keiner hier so von den Spielern dieser Situation gesehen, wie ich versuche, dem Vieh hinterher zu laufen. Ja, jetzt haben wir wieder das nächste Problem. Platz. Hier haben wir noch ein bisschen Platz drin. Tape Measure. Das können wir alles mal beiseite tun. Und ich glaube, das Wärmekissen ist ruiniert. Okay, das können wir dann auch rauspacken. Das Bier, das konsumieren wir gleich mal. Okay. Prost, zum Wohl. Das sieht eigentlich so gehaltvoll aus, dass es unsere Energie auch ein bisschen auffüllt. Es scheint sich so zu bewahrheiten auf jeden Fall.
Gut, dann denke ich, können wir jetzt mal zusehen, dass wir unsere Sachen aufbauen. Und eventuell noch was zu essen machen. Ich würde erst das Essen machen tatsächlich und dann den Rest. Danach den Rest. So, willkommen in der Behausung. Ich bin offensichtlich wieder gut angekommen. Dann wollen wir mal. Also, ich habe Rinde. Diese Rinde kann ich da reintun, oder? Ja. Was ist das? Ist das die Rinde? Das soll wohl die Rinde sein, okay. Dann fehlt mir jetzt, weiß ich, was ich kaufen wollte. Ein Feuerzeug. Ich wusste, es war noch irgendwas, was wir brauchten. Schön. Das machen wir jetzt. Irgendwelche Ideen? Ratschläge? Sonstiges? Kann man den Stock mit dem anderen Stock kombinieren? Kann man nicht. Zwei lange Stöcke? Geht auch nicht. Aufteilen geht. Wir können das gerne aufteilen und da reintun. Das Problem wird nur sein, dass uns wahrscheinlich dann die Möglichkeit fehlt, das Ganze anzumachen. Nicht gut. So, Treibstoff. Anzündholz. Lumpen, Papier, Bandagen, okay. Und wo machen wir an? Treibstoff, Treibstoff, Lagerfeuer. Ach Gott, wie war das noch? Makellos roh, schmeckt verständlicherweise nach Huhn, wenn man es kocht, ja. Und ich glaube, roh essen ist nicht so. Okay, Leute, ich fürchte, da muss ich mich nochmal genauer einlesen und rausfinden, wie wir das am besten machen können. Ich sehe euch, denke ich, in der nächsten Folge dann wieder und dann schauen wir mal, ob wir hierfür eine Lösung finden. Bis dahin, Leute.